Max Fleischmann, die Startnummer 406, ist der neue Champion in der DD2. Er geht in diesen letzten Lauf von der dritten Startposition aus. Auf der ersten Startposition in diesem Lauf dann die 444. Dennis Thum, der steht ebenfalls schon als Vizemeister fest. Weiterhin in der ersten Startreihe mit Startnummer 405 Florian Breitenbach. In der zweiten Startreihe dann neben Max Fleischmann die 413 Marcel Steinert und in Startreihe 3 rollt an den Start mit Startnummer 410 Marc Bartels und die 494 Marco Göttler. Oliver Breitenbach mit der 422 und Maximilian Dombos die 414 machen dieses Feld der DD2-Fahrer dann für diesen dritten Lauf ganz komplett. Wie gesagt, Max Fleischmann ist durch mit seinen bisherigen zwei dritten Plätzen, die er heute hereinfahren konnte. Dennis Thum kann ihn selbst bei einem Sieg nicht mehr einholen. Dennis Thum, der gestern zwei Siege, heute bereits zwei Siege herausgefahren hat. Und es ist auch der Max Fleischmann, der sich sofort wieder hinter den Mann in Black setzt, hinter Dennis Thum. Und so kommen sie jetzt zum ersten Mal zur Spitzkehre. Das ist ja in der ersten Runde so, da ist ja das Feld noch sehr eng zusammen. Da kann nochmal überholt werden. Da kann schon noch das ein oder andere drin sein. Aber jetzt haben wir vorne zwei Dreiergruppen mit Dennis Thum und Max Fleischmann sowie Florian Breitenbach. Und die zweite Dreiergruppe, das ist Marc Bartels, Marcel Steinert und Marco Göttler, die dort unterwegs sind. Ja, und der Oliver Breitenbach und der Maximilian Dombos, die schauen sich das Ganze erstmal aus einiger Entfernung an, was hier passiert. Gleich ist die zweite Runde vorüber. Dennis Thum hat jetzt ein bisschen die Führung ausgebaut auf 0,28 Sekunden, fast 0,1 Sekunden in dieser zweiten Runde, die er gegenüber Max Fleischmann herausgefahren hat. Aber Max Fleischmann, der gibt so schnell nicht auf. Der legt jetzt nochmal eine Schippe drauf. Und von hinten macht natürlich auch der Florian Breitenbach richtig Druck. Bleibt dran am Max Fleischmann. Ist natürlich schon eine tolle Geschichte für den Florian Breitenbach. Der kann hier noch auf Platz 6 nach vorne kommen mit diesem dritten Platz in der Gesamtwertung. Wenn es dabei bleibt, setzt sich jetzt schon neben den Max Fleischmann in der Spitzkehre. Hier der Florian Breitenbach kommt aber dann nicht vorbei. Max Fleischmann kann noch einmal diesen Angriff kontern in der Spitzkehre gegenüber Florian Breitenbach. Mit dem Ergebnis, dass A, Dennis Thum weggefahren ist und dass B, Marc Bartels jetzt ebenfalls dran ist an den Führenden, also sprich an Florian Breitenbach, an dieser Führungsgruppe. Da wurde jetzt eine ganz andere Geschichte draus. Da hat hinten
in der Zwischenzeit der Marco Göttler abreißen lassen müssen. Vorne ist der Dennis Thum davongefahren und jetzt haben wir eine Vierergruppe mit Max Fleischmann, Florian Breitenbach, Marc Bartels und Marcel Steinert, die hier unterwegs sind und die drücken jetzt nach vorne. Florian Breitenbach vorbei am Max Fleischmann und wie gesagt, die drücken jetzt nach vorne, die haben die Lücke zu Dennis Thum jetzt innerhalb von einer Runde zufahren können und dann haben wir jetzt wieder eine Sechsergruppe, denn von hinten ist auch der Marco Göttler wieder rangekommen an diese Gruppe und diese sechs fahren jetzt den Sieg im letzten DD2-Rennen des Jahres 2019 aus. Maximilian Dombos und Oliver Breitenbach, das Duo, das um Platz 7 und 8 fährt und Florian Breitenbach übernimmt die Führung in diesem Lauf. In der Spitzkehre geht er vorbei an Dennis Thum. Das haben wir gestern schon gesehen bei Dennis Thum im dritten Lauf. Gestern allerdings muss man dazu sagen, da hatte er auch technische Probleme, der Dennis Thum, und konnte deshalb nicht weiter nach vorne kommen, wurde dann nur in Anführungszeichen gesetzt Siebter. Aber hier fährt er das Tempo mit und trotzdem geht Florian Breitenbach an ihm vorbei. Wird das noch der erste Sieg für Florian Breitenbach in diesem Jahr hier in Wittgenborn? Sein bestes Ergebnis, das war gleich zum Auftakt. Ein zweiter Platz in Wackersdorf hinter Dennis Thum. Max Fleischmann war bei diesem ersten Rennen auf Platz 15 zu finden. Hat sich dann im zweiten Lauf nach vorne gearbeitet auf Platz 3 und den dritten Lauf, den konnte Max Fleischmann zum Auftakt am Samstag in Wackersdorf dann gewinnen. Ja, und dann war Fleischmann eigentlich in seinem Element, denn am Sonntag, da gewann er und wurde zweimal Zweiter hinter Niklas Grenz. Dann kam Open Road, der Samstag in Open Road mit 3 Siegen von Max Fleischmann und am Sonntag war es dann zweimal Platz 2, einmal Platz 5 für den Fahrer, der jetzt auf Platz 2 liegt, der ebenfalls vorbeigegangen ist am Dennis Thum. Englisches Bild für Max Fleischmann dann, auch in Genk. Da war es natürlich so eine richtige Achterbahnfahrt für den Schrobenhausener. Als er den ersten Lauf samstags gewinnen konnte, im zweiten Lauf auf Platz 13 zurückfiel und dann im dritten Lauf wieder auf Platz 6 nach vorne gegangen ist. Sonntag wieder seine bessere Zeit für Max Fleischmann. 2 Siege, ein zweiter Platz dann für ihn. Und dann kam der gestrige Tag, der begann dann mit einem 4. Platz und 2 zweiten Plätzen. Heute Platz 3 in den beiden Läufen. Aber es hat gereicht zur Meisterschaft. Auch wenn der Dennis Thum ebenfalls immer wieder mit Siegen aufwarten konnte und auch gestern 2 Läufe gewinnen konnte, heute 2 Läufe gewinnen konnte, reichte es am Ende dann doch nicht. Ihm fehlten eigentlich die zweiten Plätze, die Max Fleischmann herausgefahren hat. Für Dennis Thum waren es 2 an der Zahl, einmal in Oppenroth und einmal in Wackersdorf jeweils der zweite Platz. Aber viele dritte Plätze und das sind ja dann auch nochmal 4 Punkte, die man da auf der Strecke lässt für Dennis Thum, für seine Meisterschaftsambitionen. Und so hat es einfach nicht sollen sein. Und so wird Dennis Thum eben in diesem Jahr Vizemeister werden.
Noch 5 Minuten sind auf der Uhr, bevor es dann in die letzte Runde gehen wird. Weiterhin führender Florian Breitenbach. Vorsprung von ihm 1,625 Sekunden. Jetzt sind sie wieder bei Start und Ziel. Da hat er auf 1,79 Sekunden das Ganze nochmals erhöht. Aber hinter Florian Breitenbach, da ist noch so ein bisschen der Zweikampf zwischen Max Fleischmann und Dennis Thum und die zweite Gruppe mit Marc Bartels und Marcel Steinert. Ja, der Marcel Steinert auch in diesem Jahr auf Platz 3 gefahren, auf Platz 3 nach vorne gekommen an diesem Wochenende durch seine zweiten Plätze in Genk. Und dem Sieg im dritten Lauf in Genk hat er sich diesen Bronzeplatz erarbeitet. Davor war er bereits Zweiter am Samstag in Genk und ein dritter Platz am Samstag in Genk. Und in den Rennen davor, da ging es nur bis Platz 4 nach vorne. Also in der zweiten Hälfte dieser Saison der Marcel Steinert nochmal richtig aufgetrumpft und sich hier Platz 3 in der Meisterschaft unter den Nagel gerissen. Zwei Minuten 30 sind noch auf der Uhr, bevor es dann in die letzte Runde der DD2 in diesem Jahr gehen wird. Max Fleischmann vom FM Racing hat sich jetzt aber so ein klein bisschen lösen können von Dennis Thum. Und auch Marc Bartels konnte sich von Marcel Steinert jetzt doch ein bisschen weiter noch lösen. Und so haben wir die klaren Verhältnisse geschaffen in diesem Lauf. Mit Florian Breitenbach an der Spitze, dahinter Max Fleischmann, Dennis Thum als Dritter, Marc Bartels als Vierter, Marcel Steinert als Fünfter. Marco Göttler ist auf Platz 6 derzeit unterwegs. Oliver Breitenbach ist Siebter und Maximilian Dombos als Achter auf der Strecke. Ja, und wir haben noch eine Minute, die beginnt gleich, die letzte Minute in der Saison der DD2 2019. Und Florian Breitenbach eröffnet diese letzte Minute und die letzten 3 Runden, die es noch zu fahren gilt.
So, noch zwei Runden auf der Uhr. Florian Breitenbach, souveräne Führung mit 2,5 Sekunden vor Max Fleischmann, der damit seine Meisterschaftsambitionen nicht nur untermauert, sondern zum ersten Mal die Rotax Max Challenge gewinnen kann. Dennis Thum dann auf Platz 3, das heißt für ihn Vizemeisterschaft. Noch einmal diese 1032 Meter absolvieren für die DD2-Fahrer. Dann sind sie im Ziel. Und dann kann man bei FM Racing schon mal so ein bisschen mit Feiern beginnen. Aber die große Feier dann erst nach 18 Uhr, nach unserer Siegerehrung hier in Wittgenborn. Da biegt er ein, der Florian Breitenbach gewinnt diesen dritten Lauf. Max Fleischmann auf Platz 2, Dennis Thum wird Dritter, Marc Bartels auf Platz 4, Marcel Steinert auf Platz 5, Marco Göttler wird in diesem dritten Lauf Sechster vor Oliver Breitenbach und Maximilian Dombos auf Platz 8.